als 100 Waffen und zehntausende Schuss Munition sind aus dem Inventar der deutschen Streitkräfte und der Polizei verschwunden. Der Bundeswehr fehlen halbautomatische Pistolen vom Typ P8, das Schnellfeuergewehr G3 und das Sturmgewehr G36 des Herstellers Heckler & Koch. 35 Dienstwaffen wie die SIG 225 und die Walter 99 sind spurlos von den Polizeikräften verschwunden. Mindestens 60.000 Schuss Munition wurden in den letzten Jahren vom deutschen Militär und der Polizei nicht gemeldet. In dieser Zahl sind rund 48.000 Schuss und eine Sprengstoffmenge von 62 Kilogramm nicht enthalten, die bei der Eliteeinheit KSK verschwunden sind. Ende 2018 wurde ein umfangreiches Netzwerk von Rechtsextremisten in ganz Deutschland aufgedeckt, das mit der berüchtigten Nordkreuz-Gruppe verbunden ist, aber größer ist als diese. Das Netzwerk wurde nach dem Codenamen seines Telegram-Chatgruppen-Administrators Hannibal genannt, ein ehemaliger Trainer des KSK. Das Netzwerk operierte in regionalen Gruppierungen in ganz Deutschland mit weiteren Niederlassungen in Österreich und der Schweiz und umfasste aktive Soldaten, Reservisten, Polizisten, Anwälte, Richter, Feuerwehrleute, Beamte und Geheimdienstagenten. Wie Nordkreuz sahen Hannibal-Mitglieder am Tag X einen gesellschaftlichen Zusammenbruch voraus. Sie organisierten Waffendepots, gefälschte Dokumente, Sicherheitshäuser und paramilitärisches Training, um sich auf Tag X und die Hinrichtung tausender Feinde vorzubereiten. Der 2017 verhaftete Soldat Franco A. war Teil des südlichen Hannibal-Netzwerks. Getarnt als syrischer Flüchtling plante er, soziale Unruhen durch einen Terroranschlag auszulösen. Im Jahr 2020 beschlagnahmte die deutsche Polizei bei einem Soldaten der Spezialeinheit KSK NS-Propagandamaterial, Waffen und Sprengstoff.